Fahndung nach dem Täter läuft jetzt auf Hochtouren. Die Soko ermittelt weiter in alle Richtungen. In diesem Waldstück hat ein Spürhund die Kinderleiche im Unterholz gefunden. Den ganzen Vormittag hatten Suchtrupps das Gebiet rund um den Möhnesee abgesucht. Hier hatten gestern zwei Joggerinnen Kleidung der Achtjährigen am Ufer gefunden und die Polizei alarmiert. Am frühen Nachmittag dann der Trauer über die Front. Ein blutiger Kopf, Pose runtergezogen, am Boden liegen die Nebelschwaden, verdecken die Wunden im Wald, begraben im Dreck. Siehst du die Raben, die jetzt? Über sie wachen im Schutz der Nacht im dunklen Geäst. Ein Junge entdeckt das Mädchen noch am selbigen Tag der Vergewaltigung, des Hasses und des tödlichen Schlags. Der Schatten ernahm Würde und ein Leben im Licht. Die Seelen der Eltern zerrissen einfach wie aus dem Nichts. Sie ist weg, kommt nie mehr zurück. Nie mehr Gefühle des Glücks, die wieder das Leben genießen können, nur wegen dem Trick. Der kleine Mädchen misshandelt, hat selber Kinder, doch hat sich in eine Bestie verwandelt. Er zeigt keine Reue, doch hätte den Tod verdient. Er hat Freude an seiner Tat und an Kinderpornografien. Bitte, sag mir nicht, das wäre leicht zu verdrängen. Die Eltern stehen vor ihrem Grab und sagen, flieg mit den Engeln, wir lieben dich. Du bist jetzt da, wo es dir besser geht, mein Schatz. Denn diese Welt hatte für dich leider kein Platz. Es tut so weh, wir können es nicht verstehen. Wieso musstest du von uns gehen? Du bist so weit entfernt, doch wir werden uns wiedersehen. Die Eltern des Kindes jetzt geschockt für ihr Leben. Die Mutter trinkt Alkohol täglich, will mit niemandem reden. Niemand will und kann sie verstehen, am liebsten würde sie gehen. Die Knarre am Kopf halten, um ihren Engel zu sehen. Der Vater in Tränen ausgebrochen, verhasst, gegen die Wände geschlagen, blutige Fäuste und keine Kraft. Tränen laufen im Tal. Denn es ist schwer zu begreifen, sie würden alles für geben, für ein einziges Lebenszeichen. Den Glaube an Gott verloren, spüren nur Wut und Zorn. Es sind traurige Blicke, die sich in andere Herzen bohren. Ja, sie fühlen sich so verloren. Es ist nichts, wie es mal war, dieses Leben der Dreisamkeit einfach weg und nicht mehr da. Warum? Nur weil so ein Wichser den Drang nicht mehr unterdrücken kann, nimmt er das Lebenslicht dieses Kindes und fühlt sich besser dann. Und sagt mir nicht,